Familie ist ein großes Glück und eine große Verantwortung. Für viele ist die Familie eine Pflicht, eine Verpflichtung, eine Notwendigkeit. Aber es gibt Menschen, für die eine Familie den Sinn des Lebens und ihre Berufung ist. Astrologen sind überzeugt, dass solche Menschen meistens unter bestimmten Tierkreiszeichen geboren werden. Und heute möchte ich euch die Top 5 Familiensternzeichen vorstellen. Platz 5. Schütze. Der Schütze hat es nicht eilig, eine Familie zu gründen und den Bund fürs Leben zu schließen. Aber dies ist vorerst der Fall. Der Schütze braucht einfach Zeit, um das Leben, die Jugend und die Freiheit zu genießen. Als er einen Seelenverwandten getroffen hat, erkennt er, dass er eine Familie gründen möchte. Schütze ist ein Familiensternzeichen. Es ist ihm wichtig, sich als Teil der Familie zu fühlen, während er in der Lage ist, ein ausgezeichneter Ehepartner zu werden. Für einen Schützen sind Aufrichtigkeit und Hingabe in einer Beziehung wichtig. Meinungen, dass der Schütze eines der häufigsten Fremdgänger ist, sind falsch. Der Schütze kann sich in der Ehe betrügen, wenn für die Gründung einer Familie eine vorschnelle, überstürzte oder erzwungene Entscheidung war. Der liebevolle Schütze ehrt die Werte der Familie und erfüllt bereitwillig seine Pflichten gegenüber der Familie. Platz 4. Jungfrau. Jungfrau ist ein praktisches und rationales Tierkreiszeichen, das gewohnt ist, jede Entscheidung und jeden Schritt im Leben sorgfältig abzuwägen. Die Entscheidung, eine Familie zu gründen, ist für Jungfrau wichtig. Deshalb kann sie darüber lange nachdenken. Aber wenn sie erkennt, wie wichtig die Ehe und der Außerwählte für sie sind, kann sich die Jungfrau der Familie und dem Familienleben widmen. Eine Person, die unter diesem Zeichen geboren wurde, kann eine wirklich starke und glückliche Familie gründen. Die Jungfrau wird bis zuletzt um das Familienglück kämpfen. Daher hängt die Zukunft der Ehe oft weitergehend von den Handlungen und Entscheidungen der Jungfrau ab. Jungfrau kann nicht als leidenschaftliches Sternzeichen bezeichnet werden, das sich in einem Partner auflösen kann. Aber sie ist in der Lage, nicht nur Gemütlichkeit und Komfort zu schaffen und aufrechtzuerhalten, sondern auch Vertrauen in die Beziehungen zu ihrem Außerwählten. Platz 3. Löwe. Löwe ist eine starke, helle, temperamentvolle Persönlichkeit. Daher ist es unwahrscheinlich, dass er als ruhiger Familienvater bezeichnet wird. Trotz bedeutet der Familien nicht nur dies. Für einen Löwen ist die Gründung einer Familie nicht nur ein Punkt auf der Liste der erforderlichen Dinge im Leben, sondern ein Bedürfnis, das aus dem Herzen und dem Unterbewusstsein kommt. Der Löwe ist bestrebt, die Rolle des Familienvorstandes angemessen anzufühlen. Das Wichtigste ist, dass der Löwe lernt, nicht nur sich selbst, sondern auch seine Lieben zu schätzen und stolz zu sein und nicht vergisst, ihnen nicht weniger zu geben, als er von ihnen erhält. Platz 2. Zwillinge. Zwillinge sind nicht besonders verständig, aber das hindert sie nicht daran, eines der Familienzeichen des Tierkreises zu sein. Das Geheimnis ihres Familienglücks liegt oft in den Besonderheiten der Kommunikation von Menschen mit dem Sternzeichen Zwillinge. Sie sind in der Lage, jederzeit und in jeder Situation für jede Person die richtigen Worte zu wählen und ernsthafte Konflikte in Beziehungen zu vermeiden. Wenn gewünscht, können die Zwillinge bewusste und gewisshafte Ehepartner sein, die in der Lage sind, die Verantwortung zu bewältigen, die sie sich selbst anvertraut haben. Zwillinge sind mit allen Schwierigkeiten leicht zu verstecken, wenn sie um die zweite Hälfte nur gut wären. Platz 1. Waage. Sieger unter den Top 5 der Familiensternzeichen ist Waage. Für sie ist Harmonie in der Ehe ziemlich wichtig. Sie werden alles tun, um sicherzustellen, dass die Beziehung zu Ehepartner so harmonisch wie möglich ist. Waagen sind immer bereit, an sich selbst und an Beziehungen zu arbeiten. Sie gehen gerne Kompromisse ein, weil ihnen das Familienglück wichtiger ist als ihnen eigenes Ego. Dies ermöglicht es ihnen, die Anzahl der Konflikte und Streitigkeiten in den Beziehungen zu ihren Seelenverwandten zu minimieren.
Die Waage ist bestrebt, die bequemsten Lebensbedingungen für alle Familienmitglieder im Haus zu schaffen und weiß, wie man die Harmonie in den Beziehungen mit den Auserwählten aufrechterhält. Viele Astrologen sind sich einig, dass die meisten Familienmenschen im Sternzeichen Waage geboren sind.